Schwergeburt beim Pferd, kurz erklärt. Mein Name ist Dr. Matthias Rettig und ich bin Leiter der Tierklinik Maischerder Land. Jeder Züchter wünscht sich, dass sein Fohlen natürlich auf die Welt kommt. Das Schönste, der Besitzer, der Züchter kommt morgens in den Stall, kommt auf die Wiese und da steht ein gesundes Fohlen neben der Stute. Alles ist gut gegangen, das Fohlen trinkt, steht schon auf seinen Beinen. Doch leider ist das nicht immer der Fall. Es kommt immer wieder vor, dass die Pferde Hilfe bei der Geburt brauchen. Gott sei Dank nicht allzu oft, aber ich würde sagen, von 10 Stuten kommt es schon bei 1 bis 2 Stuten vor, dass der Tierarzt unterstützen muss. Dann kommt es zu einer Schwergeburt. Was ist es? Was ist, wenn eine Schwergeburt passiert und wie kann man der Stute helfen? In vielen Fällen kommt es zu einer Schwergeburt, wenn das Fohlen zu groß ist und nicht so einfach durch den Geburtskanal passt oder auch, wenn das Fohlen falsch in der Gebärmutter der Stute liegt. Das heißt, normalerweise wünschen wir uns, dass die Vorderbeine nach vorne gucken, dass der Kopf nach vorne guckt und das Fohlen so seinen Weg aus der Gebärmutter auf natürliche Weise herausfindet. Nun kann es aber mal passieren, dass in der Gebärmutter das Fohlen liegt und zwar nur ein Bein zeigt nach vorne, ein Bein nach hinten und das Fohlen bleibt am Becken hängen mit der Schulter. Oder aber der Kopf ist nach hinten geschlagen und das Fohlen passt so einfach nicht heraus. Es kann auch vorkommen, dass der Schweif, also der Hintern des Fohlens, zuerst liegt. Das heißt, auch in diesem Fall kann das Fohlen nicht herauskommen. Wenn wir gerufen werden oder eine Stute zu uns kommt in Schwergeburt, das heißt, sie kriegt das Fohlen nicht heraus, dann muss alles sehr schnell gehen. Als erstes muss der Tierarzt sich einen Blick davon oder ein Bild davon machen, was ist hier eigentlich los? Warum kann das Fohlen nicht herauskommen? Dazu fasst der Tierarzt herein und tastet, um herauszufinden, wo liegt der Kopf, wo sind die Vorderbeine und dergleichen. Manchmal schafft es der Tierarzt, das Ganze so zu korrigieren, dass er der Stute helfen kann, das Fohlen zu entwickeln. In den meisten Fällen bei einer Schwergeburt ist es allerdings so, dass wir die Stuten kurzzeitig in Narkose legen müssen. Warum ist das so? Wenn das Bein, wie gesagt, nach hinten gedrückt ist, hat der Tierarzt kaum eine Möglichkeit, das Bein nach vorne zu bekommen. Denn die Stute ist in Wehen, die Stute presst und der Tierarzt kann unmöglich mit Kraft das Fohlen so zurückdrücken, um das Ganze zu korrigieren. Wenn wir die Stute in Vollnarkose legen, setzt die Wehentätigkeit aus. Das heißt, in dem Fall können wir manipulieren, wir können das Fohlen in die richtige Position lagern und das Fohlen auf natürliche Weise entwickeln. Allerdings mit der Stute in Vollnarkose. Dies gelingt Gott sei Dank in 90% der Fälle, wenn wir eine Schwergeburt haben. Aber es gibt auch die Fälle, wo auch dies nicht gelingt. Und dies sind die Fälle, wo bei der Stute nur noch ein Kaiserschnitt hilft. Auch dies ist möglich, aber es ist mit einem großen Aufwand verbunden. Bei einem Kaiserschnitt geht die Stute auf den OP-Tisch. Es wird wie bei einer Kolikoperation alles vorbereitet. Ein doch recht langer, 40 bis 50 cm großer Schnitt im Bereich des Bauches gemacht und das Fohlen wird auf diese Art und Weise entwickelt. Leider muss man dazu sagen, wenn die Geburt der Stute einsetzt, hat man nur sehr wenig Zeit. Und diese Zeit ist bei uns in unseren Regionen in Deutschland oft zu schnell vorbei. Das heißt, es ist leider sehr häufig, dass die Fohlen das nicht überleben, wenn es zu einer Schwergeburt kommt. In großen Zuchtregionen wie in den USA, in Kentucky, sind die Stuten, wenn festgestellt wird, es ist eine Schwergeburt, sind die Stuten innerhalb von 15 Minuten in der Klinik. Die Stuten sind innerhalb von weiteren 15 Minuten auf dem OP-Tisch, wenn es sein muss, und es können lebende Fohlen entwickelt werden. Daher gilt wirklich, wenn ich feststelle, dass ein Fohlen nicht auf natürlichem Weg herauskommt, die Stute Schwierigkeiten hat, nicht zu lange warten, schnell reagieren, damit man eine Chance hat, sowohl das Fohlen zu retten, aber auch die Stute zu retten. Zeit ist bei der Schwergeburt das A und O. Wenn ich eine Stute habe, die vielleicht häufiger schon mal Probleme hatte mit einer Schwergeburt, dann ist sogar die Überlegung, ob man solche Pferde nicht sogar zur Überwachung, zur Geburtsüberwachung in eine Tierklinik stellt, dass man im Notfall schnell reagieren kann, wenn die Stute wieder Probleme in der Geburt haben sollte.
Wenn eine Stute immer wieder Probleme hat, sollte man auch schauen, ob man eventuell anatomische Probleme hat. Ist das Becken eventuell geschädigt? Gab es mal einen alten Beckenbruch und der Geburtsweg ist dadurch verengt? Das sind alles Sachen, die man klären sollte, wenn man feststellt, dass eine Stute Schwierigkeiten mit der Geburt hat. Wenn euch dieses Video von uns gefallen hat und ihr auch in Zukunft keine Videos mehr verpassen wollt, dann empfehle ich euch, abonniert einfach unseren Kanal und lasst uns gerne auch noch einen Daumen hoch da.